In diesem Video erklärt euch Herr Eichholz die Vorteile einer Luftwasserwärmepumpe. Wie ihr schon wisst, bezieht die Wärmepumpe Energie aus drei verschiedenen Quellen: der Luft, dem Grundwasser oder der Erde. In diesem Video geht es um die Energiequelle Luft. Hierzu wird eine Wärmepumpe in eine Außeneinheit außerhalb des Hauses installiert. Unsere Systeme verwenden Strom für den Betrieb. Dabei macht der Strom nur 25% der späteren Heizenergie aus. 75% werden kostenlos der Umwelt entzogen. Die genaue Funktionsweise haben wir im letzten Video bereits erklärt. Die Pumpe sendet heißes Wasser zum Haus und erhält kaltes zurück. Im Sommer lässt sich der Vorgang umkehren und die Pumpe kühlt das Haus, anstatt es zu heizen. Bei einer normalen Heizung entstehen hohe Kosten für den Gasanschluss, Schornsteinbau und den Schornsteinfeger. Bei einer Wärmepumpe entfällt das alles. Dadurch lässt sie sich flexibel installieren und wird nur alle 2 Jahre gewartet. Sie braucht keine Genehmigung, ist umweltschonend und stößt kein CO2 aus. Um Kosten zu sparen, wird die Anlage von uns professionell eingestellt. Nur so arbeitet sie effizient. Sie sind unabhängig von steigenden Rohstoffpreisen. Außerdem können Sie eine attraktive staatliche Förderung in Anspruch nehmen. Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung. Über die anderen Energiequellen sprechen wir in den nächsten Videos.